Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titanlords. Wir sind mit Burke nochmal in die Zitadelle zurückgegangen und wir müssen jetzt gucken, ob einer sich die Formel geschnappt hat. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Zauberformel? Versuch's bei Burke. Ich bin der Falsche für so einen Hokuspokus. Er glaubt aber, dass einer von euch die Formel hat. Ach, dann soll er herkommen und es mir selber ins Gesicht sagen. Ich bin doch schon da. Das Ding kann sprechen? Wahnsinn! Ja, ja, hast du nicht gehört? Ich bin es, Burke. Sag mal, wo hast du den Knochenhaufen aufgegabelt? Ich kauf ihn dir ab. Ach, lass uns weitersuchen. Bei ihm finden wir die Zauberformel nie. Hey, sag deinem neuen Freund, er soll mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Hat ja kaum Fleisch auf den Knochen. Bruder. Ich spüre förmlich, wie die... Ja, ist ja gut. So, alles klar. Dann gucken wir uns hier unten mal um. Was mit dir? Burke sucht seine Zauberformel. Was? Der kann doch kaum gerade stehen. Wie soll er dann in der Lage sein, etwas zu suchen? Und bevor er weitere Dummheiten anstellt, solltest du ihn zu mir bringen. Dann unterhalten wir uns über diese Zauberformel. Wegen der Zauberformel? Was zum Gürger? Ich habe mich schon gewundert, warum ein Skelett dir folgt. Aber jetzt spricht es auch noch. Beseitigen wir es. Das ist kein Skelett. Junge, hältst du mich für bescheuert? Natürlich ist das ein Skelett. Es ist nicht das, wonach es aussieht. So? Burke hat mit einer Zauberformel herumexperimentiert und das ist dabei rausgekommen. Du meinst, das Ding da ist, ne? Richtig. Und er braucht deine Hilfe. Na schön. Vielleicht kann ich ihm wirklich helfen. Also, hast du die Formel? Nein. Aber ich habe da so eine Ahnung. Ich habe gesehen, dass Connor einen Fetzen Papier in der Hand hatte. Vielleicht hat er, was ihr sucht. Ansonsten könnte Henrik auch noch eine Anlaufstelle sein. Wenn nicht, tja, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Okay. Frage ist, wer ist Connor? Bist du Connor? Ah, du bist Connor. Ich gehöre jetzt zu euch. Schön für dich, aber warte mal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Im schwarzen Land hier auf Kalador haben wir einige merkwürdige Quarze gefunden. Vielleicht gibt es auf anderen Inseln noch mehr dieser Quarze. Wenn du welche davon findest, bring sie zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen dafür. Klar. Wofür brauchst du die Quarze? Wir vermuten, dass diese Quarze die Kraft haben, das dunkle Land aufrechtzuerhalten. Durch das Entfernen dieser Kristalle erhoffen wir uns, dass sich das dunkle Land nicht weiter ausbreitet. Außerdem glaube ich, dass Quarze mit so einer Kraft für den einen oder anderen eine Menge wert sind. Was heißt denn angemessene Bezahlung? Ich werde dir jeden einzelnen Quarz abkaufen. Außerdem werde ich dich extra belohnen, wenn du mir viele unterschiedliche Quarze bringst. Mindestens 3 unterschiedliche Sorten sollten es schon sein. Vermutlich musst du dafür auch auf anderen Inseln suchen. Ich würde mir die dunklen Länder hier auf Kalador, Taranis und Kila mal genauer anschauen. Ich habe Quarze für dich. Dann zeig mal, was du hast. Haben wir? Okay. Danke. 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 Boah, Alter. Danke. Ich bin auf der Suche nach einer Zauberformel. Dann solltest du besser die Magier aufsuchen. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Meine Interessen liegen woanders. Ich traue ihm zwar nicht, aber wir sollten uns weiter umhören. Interessanter Begleiter, den du da hast. Der würde mir eine hübsche Summe einbringen. Vergiss es. Bring mir etwas bei. Ach, scheiße, nein. Ich werde... Dieser Astralsicht zeigt alle Arten von Waffen an. Die Astralsicht macht alle Arten von Lebewesen sichtbar. Diese Astralsicht zeigt alle Arten von Fallen und Schaltern. Außerdem zeigt es Gegenstände an, die zur Lösung von Der Zauber war. Kann auch alle lernen eigentlich. Der Zauber war eine gute Wahl. Der Zauber. Ah, wir lernen einfach alle. Ende. Geil! Das ist ja nice. Wer bist denn du? Edward. Achso, Edward.
Geil, das ist cool. Das finde ich nice irgendwie. So, alles klar. Zauberformel. Wer war der andere? Henrik, ne? Wo ist denn Henrik jetzt? Who the fuck is Henrik? Berg. Ist das hier Henrik? Nee, oder? Leute, der Typ ist ja weg. Ha. Da hab ich gar nicht an. Alter, man sieht da sogar durch Wände durch. Ist ja creepy. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ja, die Schnauze. Meine Fresse. So, wir gehen mal ganz nach oben. Vielleicht ist der Henrik da. Ups, muss ich aber da lang. Okay, das ist schon irgendwie cool, aber irgendwie auch strange. Cool und strange gleichzeitig. So, wo sind denn die Leute hier? Hier sind gar keine Leute, was ist los? Ich bleibe lieber hier. Naja, bleib mal da. Bin wieder dabei. Das finde ich aber knorke von dir. Tja, hier ist falsch. Ich habe keine Ahnung, wo sind die denn alle? Ach, da schlafen auch ganz viele. Guck mal, drei Stück schlafen. Da könnte doch der Henrik mit bei sein, oder? Einer von denen hat es doch bestimmt. So, die sind hier am Pennen. Du bist Winter. Ich spüre förmlich. Okay, du hast mir sonst nichts zu sagen. Ah, hier ist Henrik. Hm. Fenn. Wer wird jetzt den Hof übernehmen? Die Natur. Die Natur? Nach dem, was dort passiert ist, wird dort niemand einziehen wollen. Also wird die Hütte verfallen und eine weitere Ruine abgeben. Willkommen auf Kalador. Das Urlaubsparadies. So, mit ihm kann ich darüber nicht reden, das heißt, er wird sie haben. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Gut, dann gehen wir wieder zu ihm und sagen, aber hier, ne? Ich beschuldige ihn jetzt einfach, dass er sie hat. Einer muss ja. Einer muss ja. Drake sagt, du hast Bergs Zauberformel. Verdammt. Vor dir kann man auch nichts geheim halten. Na schön, ich habe tatsächlich eine Zauberformel gefunden. Dann rück sie raus. Ich muss sie haben. Du kannst deiner Kreatur sagen, dass ich meine Geschäfte ausschließlich mit Menschen abwickel. Ich bin keine Kreatur. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Wenn du mir 300 Goldstücke gibst, will ich dir geben, was ich habe. Na, ernsthaft? Warte mal kurz. Taschendiebstahl? Kein Problem. Wir haben noch ein paar Pünktchen übrig hier, ne? Wie mache ich einen Taschendiebstahl besser? Taschendiebstahl mache ich hier? Ja. Läuft. Muss ich Magie jetzt... Ach, ich mache Magie auch noch ein bisschen besser. Scheiß drauf. Das mache ich noch ein bisschen besser. Hierfür brauche ich jetzt 6.000. Alter. 4.000. 5.000. So. Das reicht auf jeden Fall, um jetzt hier mal so Taschendiebstahl... Muss ich ja, ne? Hier hast du das Gold für die Formel. Dann sollst du sie haben. Hier, nimm. Danke. Hier ist deine Formel. Gut. Dann bleibt nur noch eines zu tun. Wenn ich die Formel spreche und nicht in meinen Körper zurückkehre, gib ihm den Rest. Mach ich. Danke. Ich nehme es dir nicht übel. Na, dann wollen wir mal. Immatura morte opetere. Scheint wohl geklappt zu haben. Dann gehen wir mal kurz hoch. Vergewissern uns natürlich, dass der Berg wieder da ist, wo er hingehört. Endlich habe ich meinen Körper wieder. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Dafür sollst du einen Batzen Goldstücke kriegen. Oh, 400, dankeschön. Vermisst du deine Knochengestalt? Nicht im geringsten. Ich sag dir, Skelett sein hat nur Nachteile. Das Betrinken macht keinen Spaß mehr und so ein feines Stück gebratenes Fleisch geht dir auch am Arsch vorbei. Und mit den Frauen ist natürlich auch Essig, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Woher hattest du das Skelett für dein Experiment? Es gibt für alles einen Ort. Man muss nur wissen, wo man graben muss.
Und in meinem Fall lag die Lösung direkt am Fuß der Zitadelle, der Friedhof. Also wenn du Bedarf hast, schnapp dir einfach eine Schaufel und fang an zu buddeln. Nein. So, jetzt haben wir das endlich erledigt. Jetzt kann ich ja meinen eigentlichen Plan endlich in die Tat umsetzen, mir das Schiff holen, von dieser Insel erstmal verschwinden und alle Crewmitglieder, die ich jetzt potenziell erstmal holen kann, mir holen. Und dann muss ich ehrlich gesagt erstmal überlegen, ob ich jetzt auf der Insel hier weitermache. Oder ob ich erstmal auf die anderen wieder gehe. Wir haben ja auch einige, wie gesagt, einige Inseln noch gar nicht besucht. Da könnte man jetzt aber eigentlich hin. Na? Wir müssen ja auch die Bücher noch finden und sagen, wir haben noch viel zu tun. Ey. Erstmal hole ich mir die ganzen Leute jetzt. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt irgendwie auch überredet, dass er jetzt mir das Schiff gibt. Aber das wird schon. Ich bin ja sehr überzeugend. So. Zur Fregatte der Dämoniker, bitte. So, da oben müsste der. Stand der, glaube ich, ne? Ich habe einen Schlachtplan. So, so. Dann lass mal hören, mein Junge. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Magic hat mich auf eine Mission geschickt. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Ach ja? Eldrick hat mich auf eine Mission geschickt, um uns von den Schatten zu befreien. Aha. Der ist noch nicht so ganz überzeugt, kann das sein? Ach ja, Admiral Alvarez will in Antigua eine Flotte aufbauen. Alle Gemeinschaften der Südsee, die ein Schiff führen können, sollen sich dort einfinden. Wir sollten uns ihm anschließen. Ich kenne unseren Feind auf See. Sein Name ist Crow und er ist ein Geist. So, so. Du hast Eldrick und die Piraten auf deiner Seite, sagst du? Gut, mein Junge, du hast mich fast so weit. Aber eine Frage wäre dann noch. Zwei Kapitäne sind einer zu viel. Also, wer wird das Schiff kommandieren? Du bist bestimmt ein guter Feldherr, aber kein Seemann. Na schön. Ich sehe, du hast gute Referenzen und du scheinst so etwas wie einen Plan zu haben. Ich überlasse dir die Fregatte. Aber nur unter einer Bedingung. Ich werde an deiner Seite bleiben und deine Taten überprüfen. Willkommen an Bord, Captain. Jeeha! Wir haben ein Schiff. Dann steuern wir das Schiffsgebirge auch und werden jetzt in See stechen. Und zwar nach Kila. Denn dort warten einige neue Crewmitglieder auf uns. Die wollen wir natürlich nicht warten lassen. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt kommt, glaube ich, eventuell schon eine neue Runde des Spiels, dass die unbedingt einbauen mussten anscheinend. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt direkt kommt oder nicht. Könnte aber sein. Nee, noch nicht, okay. Da laufen wir mit unserer Fregatte in Kiele ein, oder so. So, hey, hör mal. Dann mal los. Irgendwo vor der Küste soll ein großer, dunkler Fleck unter Wasser vorbeigezogen sein. Es heißt, er sei größer als ein Schiff. Mhm. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch ich fürchte, wenn es uns angreift, ist es zu spät, noch Fragen zu stellen. Also sei vorsichtig und rechne mit einem Hinterhalt, wenn du in See stichst. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Ach, Burke ist mitgekommen? Nee. Ja, das machen wir später, mein Freund. Komm erstmal mit. Komm mit. Klar. Matt, ich hatte dich schon so vermisst, mein Freund. Zum Glück bist du wieder da. So, wir werden nämlich jetzt nicht an Land gehen, denn, also doch, werden wir schon, natürlich, aber wir werden jetzt erstmal gucken. Crew sehen schon magische Effizienz. Horas soll dafür sorgen, dass die Magier genügend Bergkristalle haben, um die Effizienz dieser Gesellschaft zu erweitern zu können. Horas selbst weiß, was zu tun ist. Achso, vielleicht sollte ich mit Horas auch nochmal kurz sprechen, oder? Könnte nicht schaden. So, so, das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur, auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden.
Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Alle. Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Die Eisenbucht Calador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Calador sogar Gräber plündert. Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Okay. Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Hört sich an, als ob der mit Drogen jetzt verkauft. Ich gebe dir richtig gutes Zeug. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Ah, okay. Gut, das war das. Bones kommt mit, alles klar. So, ich werde mich nämlich jetzt mal schnell hier an Land porn. Achso, ne, Quatsch. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen. So, pass auf, magische Effizienz. Das ist das, was wir machen müssen. Zadek würde ich natürlich anhören. Wir hatten doch noch... Scheiße, wo war denn der? Der war nicht hier. Ich muss gucken, wo der war. Mist. Wir hatten noch einen Gnom auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der Gnom war, aber wir werden ihn schon wiederfinden. Ich muss einfach nur ein bisschen mal durchgucken, wo die alle waren. Das wird schon. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal zwei neue Crewmitglieder, würde ich sagen. Das ist eine gute Sache. Und mit Zadek fangen wir natürlich jetzt an. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee, wenn Captain in See sticht, wird Zadek da sein. Läuft bei dir. Sprich mal mit deiner Crew. Wird wieder Zeit. Ja, nerv nicht. Ich bin... Oh, weißt du, was ich auch am Überleben... Bist du eigentlich? Achso, du bist ein Wasserträger. Ich bin im Überlegen, wir sind ja jetzt eh auf Kila, ob ich nicht jetzt einfach mal anfange, versuche das Tor zu öffnen, vielleicht Charny finde. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? Würde ich mal dann so auch machen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, mein Gott, was soll's, ne? Oh, hier bin ich falsch, verdammt. Warum ist... Nee, hier bin ich nicht falsch. Oder? Keine Ahnung. Wird schon passen. Ah, hier bin ich mehr oder weniger richtig. Das heißt, wir werden uns jetzt mal eben verwandeln. Gut, ich bleib hier. Jo, bleib hier. Zum Glück war das über Wasser und nicht über der Hand. So. Mein schnuckliges Schwesterherz. Dein Bruder ist wieder da. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja, aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Ach, Mann. Hab ich dir eigentlich mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Bist du? Ja. Du bist ein guter Kerl, der sich um andere bemüht. Mach weiter so. Eine gute Seele wie du ist schwer zu finden in solch schwierigen Tagen. Du kannst mir einen Gefallen tun. Klar, schieß los. Ich will gegen die Schatten kämpfen. Gut. Aber dazu fehlen mir noch an vielen Stellen die Mittel. Okay, und weiter? Naja,
Ich hätte da so eine Idee, wie wir an Gold kommen könnten. Du kennst doch eine Menge krummer Hunde hier in der Südsee. Ach so, ich verstehe schon. Du willst mich an irgendwelche reichen Säcke verhökern, um deinen kleinen Krieg zu finanzieren. Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das traust du deinem Bruder zu? Ich kenne deinen Vater und dem traue ich's zu. Okay, was hast du vor? Ich brauche meinen Plan. Nur so als Idee. Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Es gibt eine Menge Halsabschneider da draußen, die wissen, wo solche alten Schätze vergraben liegen. Wir müssen nur die richtigen Kerle dazu bringen, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ha! Ich soll mich also doch an irgendwelche Kerle ranmachen. Jetzt tu nicht so, als hättest du deine weiblichen Reize noch nie gewinnbringend eingesetzt. Ich könnte sie unter den Tisch saufen. Wie auch immer. Na schön. Ich mach's aber nur, wenn du mich begleitest. In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut, dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Ja, klar. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich halte nicht so viel von den Wilden im Dschungel. Sie halten ihre Frauen wie Sklaven und machen auf großen Mann. Wenn ich so einen Kerl hätte, der würde mich kennenlernen. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Ernsthaft? Warte. Alles klar. So. Moment mal. Du willst den Tempel doch holen. Ich glaube... Komm mit. Du hast schon... Na gut. Dann halt nicht. Wegen ihm? Warum eigentlich Matt? Warum nicht Bones? Du hast schon jemanden. Wird es nicht mal wieder... Wir sollten uns... Klar. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew... Komm. Ei. So, geht doch. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew... Ja, später, später. Halt die Backen jetzt. Ich bin beschäftigt. Meine Fresse. So, denn wir sind beschäftigt. So sieht's nämlich aus. Wir werden ziemlich hier importen. So, dann sind wir schon mal für die nächste Folge gewappnet und stehen hier bereit. Patty ist mit am Schdissel. Und... Ich verabschiede mich jetzt von euch, bedanke mich auch bei euch fürs Einschalten, hoffe, ihr seid natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir, oder wird Patty ihre weiblichen Reize einsetzen. Ich glaube, ich werde ein bisschen auf Kila verbringen, die Zeit. Und ja, wir werden erstmal hier ein bisschen abquesten und dann mal zu den anderen Inseln gehen und einfach mal gucken, was sich so ergibt. Ne? Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, haut rein!